Herzlich willkommen, mein Name ist Michael Kunze von mcomputech.net. Das heutige Thema ist, wir erstellen uns eine Domäne bzw. die Tutorial-Reihe, die darunter fallen. Das heutige Thema ist eigentlich die Anfangsschritte von einem Windows Server 2008 R2. Ich möchte euch zeigen, wie man bei Null anfängt, um eine Domäne zu erstellen und das Ganze Schritt für Schritt. Ich habe hierzu mal eine Agenda vorbereitet. Und zwar, wir werden erstmal sehen, die Übersicht einer Domäne, was versteckt sich dahinter, was ist alles mit drin, welche Software benötigen wir, um das Ganze hier nachzustellen zu Hause, die Installation eines Windows Server 2008 R2s, und weil die Installation etwas dauert, werden wir die Zeit sinnvoll nutzen, um über die Lizenzierung des Hyper-Vs zu reden, den Editionen von Windows Server 2008 R2 ein bisschen zu durchleuchten, die Unterschiede und den Editionsvergleich, das Thema Technet-Abo und VMware Workstation. Nun gut, fangen wir an. Eine Domäne wird klassischerweise immer in Pyramidenform angezeigt. Die Domäne heißt jetzt hier in unserem Fall winnet.int. Dazu brauchen wir einen Domain-Controller. Klassischerweise benutzt man pro Domäne immer zwei Domain-Controller wegen der Ausfallsicherheit. Das wollen wir natürlich auch so handhaben. Dann werde ich euch später mal zeigen, wie man einen 2003-Server installiert in einer Domäne, eine Koexistenz eines 2010ers implementiert, und zu einer Domäne gehören natürlich Clients, und der WDS-Server ist der Windows Deployment Server bzw. Service, wo man Clients automatisiert installieren kann. Ich möchte euch das gerne zeigen anhand eines Windows 7 Clients. Gut, fangen wir an. Ich habe hier VMware Workstation 8. Wie gesagt, die Background-Infos dazu, wo ihr das bekommt, was das kostet und so weiter, werden wir nachher in der Pause sinnvoll nutzen, weil die Installation dauert ca. 10 Minuten. Da haben wir genug Zeit. Wir erstellen uns eine neue virtuelle Maschine. Ich mache sie hier benutzerdefiniert. Hier kann man durchklicken. So, in diesem Dialog gibt man das Installationsmedium an. Ich habe die CD vom Technet schon mal runtergeladen. Das Ganze ist als ISO. Das kann man dann hier auch einbinden. Alternativ kann man natürlich auch ein CD-Medium einlegen. Wichtig an der Stelle ist es natürlich, dass man auch die Platten dementsprechend schnell hat. Weil in meinem Fall habe ich zum Beispiel im MSDN die Daten auf dem externen USB-Laufwerk. Das Laufwerk bringt vielleicht 22 MB. Wir werden das Ganze aber auf eine SSD installieren, die über 500 MB leisten kann. Und von daher macht es keinen Sinn, hier die Bremse reinzuhauen. Deswegen habe ich mir das jetzt lokal mal wegkopiert, weil die Platten doch ein bisschen schneller sind. Ansonsten, VMware hat jetzt hier erkannt, dass es ein Windows 2008 R2 ist. Das Ganze unterstützt hier Easy Install. Das bedeutet, man kann hier im VMware schon das Produktkey hinterlegen, man kann Benutzernamen und Passwort hinterlegen und das System registriert im Prinzip den Key selbst. Das heißt, man braucht später nach der Installation hier nichts mehr machen. Und auch der Benutzer wird angelegt, Autologon wird aktiviert, ist eigentlich relativ stressfrei. Das ist genau das, was ich gerade eben hier gesagt habe. So, und hier kann man dann noch die Windows-Version auswählen, was man installieren möchte. Das geht von der Web Edition über Standard Enterprise bis zum Datacenter. Wir werden hier aber ein Enterprise installieren. Kein Core, sondern einen normalen. Gut. Jetzt geben wir doch den Namen hier ein. Jetzt geht's nicht weiter. Ja, wir wollen fortfahren. Hier kann man noch einen Namen eingeben für den Servername. Wir nehmen mal Win2K8R2 und setzen vorne noch ein WC1 davor, dass wir nachher auch unterscheiden können. Die Location, wie vorhin schon angesprochen, schmeißen wir mal hier auf die SSD drauf. Wir machen jetzt einen neuen Ordner. WC1.
Oh, dann lassen wir mal laufen. Ja, hier kann man noch die CPUs auswählen, beziehungsweise ja, die Kerne. Es empfiehlt sich hier auf jeden Fall nicht mehr Kerne zu auszuwählen, als im System vorhanden ist. Bei mir sind es 6 Hexacore, also native. Ich habe hier auch 8 GB Arbeitsspeicher. Es empfiehlt sich auf jeden Fall, jede Menge RAM zu haben, wenn man hier mal eine größere Umgebung aufsetzen möchte. Ich meine jetzt hier 6 bis 8 Server, da brauchen wir das auf jeden Fall. Wir lassen das jetzt so. Na gut, spendieren wir noch einen zweiten Kern. Domain-Controller hat ja nicht allzu viel zu tun. Arbeitsspeicher reicht eigentlich 2 Gig aus für das, was wir vorhaben. Gut, hier kann man noch das Netzwerk einstellen, ob es genettet werden soll, nur mit dem lokalen Rechner reden soll, keine Verbindung hat oder gebridged ist. Wir gehen hier der Einfachheit halber auf Bridging. Den Controller nehmen wir hier den SCSI. Wir erstellen an der Stelle eine neue Festplatte, auch mit SCSI. Können hier die Größe eingeben. 40 Gig ist mehr als ausreichend für einen Domain-Controller, selbst mit dem Patchen. Und wir allokieren nicht den Platz auf der Platte. Es wird eine Datei erstellt, die dann bei Bedarf vergrößert wird. Hier kann man sagen, eine Datei soll erstellt werden oder das Ganze soll gesplittet werden. Wir lassen es auf jeden Fall auf Splitting. Gehen hier auch weiter. Hier kann man noch den Namen der virtuellen Disk angeben. Wir belassen das so. Ja, dann lassen wir es mal laufen. Das System wird jetzt gestartet. Jetzt habe ich vergessen, hier unten ist noch jede Menge Hardware drin. Egal, das können wir nachher noch rausschmeißen. Ich gehe jetzt mal hier auf Fullscreen mit Steuerung Alt und Enter. Um rauszutappen aus der virtuellen Maschine, benutzt man die Alt-Taste, dann kann man wieder auf das normale System zurückgreifen. Ich laufe hier oben dran. Steuerung Alt war das, genau. Ja, und wie gesagt, hier oben sieht man den Namen, den wir eingegeben haben. Das ist nachher einfacher, wenn wir verschiedene Systeme haben, um hin und her zu switchen. So, wie man sieht, man muss nichts machen. Wir haben vorher ausgewählt Windows Server 2008 als Enterprise. Normalerweise würde vor diesem Installationsfenster die Auswahl kommen, wo man dann sich entscheiden muss, welche Version man installiert. Brauchen wir jetzt nicht. So viel zum Thema Easy Install. Funktioniert super. Ich minimiere das Ganze mal. Und wir gehen jetzt in der Agenda auf den nächsten Punkt. Welche Software wird benötigt? Ja, wie wir schon festgestellt haben, wir haben hier einmal VMware. Wo bekommt man das her? Natürlich von der VMware Homepage, vmware.com/de. Ich habe mich jetzt mal hier eingeloggt mit dem Account. Ich persönlich habe das so gemacht, ich habe eine ältere Version bei eBay ersteigert, die war nicht registriert. Habe das Produkt dann bei VMware registriert und ein Upgrade gekauft. Das ist ein bisschen günstiger, wie wenn man es so kauft. Und zwar findet man das Ganze unter Produkte VMware Workstation. Man kann es natürlich auch kostenlos erstmal testen, 30 Tage, wenn man es nicht gleich kaufen möchte. Das Produkt kostet Stand heute, heute bedeutet Januar 2012, 177 €. Vor 4 Wochen im Dezember 2011 war das, glaube ich, auf 150 im Angebot. Gut, da muss man einfach zuschlagen, wenn man es braucht. Und für die Upgrade-Leute, man kann immer zwei Versionen im Nachhinein sich upgraden, also hier 6 und 7, kostet das Ganze 88,49. Wie ich finde, eine lohnenswerte Investition, weil man kann doch sehr, sehr viel damit machen. Und ich finde es einfach ein hervorragendes Produkt. Gut, was brauchen wir noch? Ich habe vorhin erwähnt, MSDN. Ich habe hier in der Vergangenheit schon ein paar Sachen runtergeladen, wie gesagt. Das findet man auf der Microsoft TechNet Seite. Ich selber habe einen Standard-Account. Ich habe ja, letztes Jahr an einer Ausschreibung mitgemacht von mccseboard.de. Da konnte man das TechNet-Abo Professional gewinnen. Ist allerdings mittlerweile ausgelaufen. Ich habe es dann verlängert auf Standard. Ja, aber wie ich finde,
Das lohnt sich auf jeden Fall. Man hat jede Menge Software drinne. Und wenn man jetzt mal hier reinschaut in Verlängerung des Accounts, es kostet nicht die Welt. Man kommt an die Software ran, man hat Lernvideos, wo man sich reinziehen kann. Beim Professional hat man sogar auch zwei Requests frei bei Microsoft, wo man dann technische Anfragen erstellen kann, die man auch beantwortet bekommt. Klar, wenn man in der Firma ist, gibt es meistens einen MSDN-Account oder man ist vielleicht Microsoft-Partner, dann braucht man sich das privat nicht zu kaufen. Ich habe auf den falschen Knopf gedrückt. Ich wollte euch eigentlich was anderes zeigen. Erneuern, richtig. Währenddessen, der hier lädt, kann ich euch mal zeigen, wie das aussieht. Microsoft hat es zwar umgebaut, aber ich finde es immer noch total bescheiden, ehrlich. Man kann hier oben Produkte suchen, klar. Auswählen, dann wird es in dieser Liste hier angezeigt. Man kann hier den Produktkey sich holen, aber ich bin nicht so ganz glücklich mit der Oberfläche. Naja, gut. Aber wie gesagt, hier gibt es auch Schulungen von Technet, wo man sich dann reinziehen kann. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Jetzt würde ich aber euch mal die Preise zeigen. Ja, meiner läuft auch hier dieses Jahr im März aus. Also im Mai, sehr englisches Format. Genau, also Standard kostet eine Verlängerung knapp 160 Euro plus Mehrwertsteuer. Ich glaube, die sind hier jetzt noch nicht ausgewiesen. Ansonsten 213 netto, um es erstmal zu kaufen. Professional ist etwas teurer. Wie gesagt, da gibt es noch ein paar Sachen mehr. Gut. Jetzt haben wir die Software geklärt, VMware plus die Software von Microsoft. Man muss aber nicht gleich ein Technet-Abo abschließen. Man kann natürlich auch auf der Microsoft-Homepage sich die Software auch runterladen. Übrigens ja, mcseboards.de. Die Jungs, die machen echt einen super Job. Erstmal Grüße dahin. Und wie gesagt, hier war letztes Jahr die Aktion mit diesem Technet-Abo in Verbindung mit Microsoft, also in Kooperation. Eine sehr gelungene Aktion auf jeden Fall. Gut, Microsoft habe ich gesagt. Man kann sich die Software, wie gesagt, auch ohne Technet-Abo runterladen. 180 Tage Trial kann man sich das Ganze installieren. Nach Ablauf dieser Zeit ist es möglich, durch Zurücksetzen das Ganze noch einmalig zu verlängern. Das heißt, man hat ein Jahr hier, um sich auszutoben. Jetzt muss ich mal ganz kurz schauen, wo man sich das runterladen kann, weil die bauen auch immer wieder die Seiten um. So, Produkte hört sich ganz gut an. Ah, da sind wir schon richtig. Hier oben rechts, Testversion. Man bräuchte, glaube ich, bloß einen Account, einen Live-Account, und dann kann man sich das runterladen. Also alles relativ schmerzfrei. Ja, hier könnt ihr euch, wie gesagt, mal ein bisschen austoben, so auch schauen, was ihr braucht und dementsprechend die Trials runterladen. Gut, wie weit sind wir hier mit der Installation? Da ist schon fast fertig. Super. Jetzt haben wir die Zeit gut überbrückt. Was sagt uns die Agenda? Die Installation Windows Server 2008 läuft. Lizenzierung. Ja, lass uns mal ganz kurz über die Lizenzierung vom Hyper-V reden. Das ist jetzt die Fehlermeldung, was ich eingangs gesagt habe. Hier unten sieht man die Hardware, welche installiert ist. Ich habe kein Diskettenlaufwerk drinne, deswegen meckert der jetzt hier rum. Ich weiß jetzt nicht, ob man das online gleich ausschalten kann, aber ich vermute mal, ja doch. Ja, oh, muss man runterfahren. Machen wir das ganz kurz. Okay, das mit dem Hyper-V stellen wir jetzt mal ganz kurz nach hinten. Machen wir kurz zusammen den Server hier, soweit mal für den Erststart fertig. Wir haben die Software jetzt installiert. Was jetzt hier passiert, von VMware werden die VMware-Tools installiert. Das funktioniert automatisch. Funktioniert übrigens auch auf dem Hyper-V automatisch mit dem Windows Server 2008 R2, dass diese Utilities installiert werden.
weil er braucht nochmal eigene Grafikkartentreiber, Netzwerkkartentreiber, dass das Ganze funktioniert. Wie ihr seht, wir können hier die Bildschirmauflösung jetzt nicht wirklich ändern, beziehungsweise wird zwar angezeigt, aber die Installation sollte hier auf jeden Fall gemacht werden. Danach haben wir hier auch eine Auflösung, die nativ ist. Das dauert einen kleinen Augenblick. Ansonsten, man kann das Ganze auch hier oben über VM anstoßen. Da gibt es hier einen Punkt Install VM Tools Installation. Da es jetzt gerade läuft, wird hier Cancel angezeigt, aber wir canceln das jetzt nicht ab, sondern wir lassen es durchlaufen. Eine Besonderheit soll erwähnt sein, wenn ihr unterm Hyper-V ein 2008 installiert, ohne Service Pack 2, habt ihr keine Maus zur Verfügung. Also ihr könnt nicht einfach hier reinklicken und arbeiten. Dazu muss erst das SP2 installiert werden. Da muss man sich einfach mit der Tastatur dann durchhangeln. Und danach lassen sich die Hyper-V Tools auch installieren. So, jetzt ist er umgesprungen von der Auflösung her. Wir befinden uns immer noch in der virtuellen Umgebung. Das sieht man hier oben, wie gesagt. Gut, jetzt macht er einen Neustart. Ich will die Chance nutzen und ihn mal kurz stoppen, um die Hardware zu bearbeiten. Weil, wie gesagt, da brauchen wir einige Sachen nicht. Das brauchen wir nicht. Soundcard, ja gut, lass mit dem Printer können wir rausschmeißen. Sonst meckert er jedes Mal rum. Ja, das mache ich mal raus. Gut, dann lassen wir wieder laufen. Ich drücke wieder Steuerung Alt Enter. Ja, das war, glaube ich, den Abbruch gerade eben. Ist aber nicht so dramatisch. Der Windows Server hat eine eigene Routine, um sich selber zu schützen. Der bootet bis zu 5-mal durch. Wenn er es dann nicht geschafft hat, hochzukommen, dann ist er wirklich kaputt. Gut. Hier sind wir. Automatischer Login. Wir haben einen frisch installierten Windows Server 2008. Den minimiere ich jetzt mal ganz kurz. Und ich habe euch versprochen, Lizenzierung Hyper-V ein bisschen was zu erzählen. Die Links, die packe ich auch in die Beschreibung rein. Ich habe hier eine Seite mal aufgerufen von Microsoft. Da wird das Ganze erklärt. Man hat generell verschiedene Versionen, Standard, Enterprise und Data Center. Die unterscheiden sich auch in den Hyper-Vs. Also die Hyper-V-Rolle ist bei allen dabei, aber die Lizenzierung ist anders da. Und zwar zeige ich es euch mal ganz kurz hier unten. Der Standard-Server. Genau, das immer. Der Standard-Server hat ein 1 plus 1, das heißt, ist physikalisches System plus ein Hyper-V. Allerdings, wenn das physikalische System darf dann nur die Hyper-V-Rolle haben und keine Betriebssystemrollen wie zum Beispiel Domain-Controller, File-Server, Druck-Server oder ähnliches. Das heißt, beim Standard darf, kann man sich eigentlich unterscheiden, entweder man macht einen physikalischen Rechner mit den normalen Rollen und Features oder man installiert nur die Hyper-V-Rolle und installiert dann eine virtuelle Umgebung und kann da dann seinen Druckserver oder seinen File-Server drauf laufen lassen oder andere Geschichten. Macht eigentlich relativ wenig Sinn, aber der Standard kostet, glaube ich, auch nur um die 500 Euro. Der Enterprise kostet meines Wissens so um die 2000. Man kann hier 4, also 1 plus 4 laufen lassen. Gleiches Thema, eine Hyper-V-Rolle und 4 Maschinen maximal, wenn man das ausnutzt. Oder man hat hier seine Rolle, wie zum Beispiel Domain-Controller, File-Server oder ähnliches. Dann darf man aber hier nur 3 installieren. Und beim Datacenter ist es eine ganz andere Kiste, da kostet aber auch richtig Geld. Da kann man 1 plus x machen, beziehungsweise plus n, so viel wie die Hardware hergibt. Also man kann da, wie gesagt, wenn man eine große Hardware hat mit viel Arbeitsspeicher, so 10, 12, 15 Systeme ist eigentlich kein Thema, je nachdem, was man halt braucht und wie ausgelastet die Systeme sind. Aber man sollte sich immer im Vorfeld überlegen, was macht man, was braucht man und was möchte man zukünftig installieren. Also aus der Praxis heraus habe ich echt gesehen, Enterprise lohnt sich immer mal, zumal man einfach flexibel nach hinten raus ist. Aber meistens scheitert es dann doch in der Investition, weil man denkt, man spart Geld. Halbes Jahr später stellt man fest, ups, wir brauchen noch zwei, drei Maschinen.
Was hat man? Man hat dann einen Standard-Server, den man upgraden muss auf Enterprise, oder man muss pro Hyper-V nochmal eine extra Lizenz kaufen, was man beim Enterprise dann nicht machen müsste. Also das kann man sich dann schenken. Gut, so viel zum Hyper-V. Edition Windows Server 2008, habe ich auch etwas vorbereitet. Oh, jetzt habe ich falschen Knopf gedrückt. Und zwar auch auf der Microsoft-Seite habt ihr hier oben links bei dem 2008-Produkt erstmal die Übersicht an Informationen, die Editionenübersicht und die Funktionen. Ich habe jetzt mal hier einen Editionsüberblick aufgerufen. Ich habe es gerade angesprochen, Standard Enterprise Data Center. Es gibt natürlich auch noch die Web-Version, wo man dann eigentlich nur ein IIS installieren kann. Ansonsten von der Technologie natürlich noch mit einer anderen Hardware drin, von einem Prozessor her. Die einzelnen Unterschiede oder Funktionsvergleiche, wie es hier genannt wird, findet man in der Liste hier. Also wie man sieht hier, Hyper-V ist in allen drei Lizenzierungsmodellen vorhanden. Das sind eigentlich auch die gängigsten, die man im Unternehmen einsetzt. Unterscheiden tun sie sich eigentlich hier beim Branch Cache. Braucht man allerdings auch im Windows Ultimate bzw. Enterprise Client dazu, um das auch nutzen zu können. Ansonsten wird das auch nicht unterstützt. Ist eine sehr schöne Geschichte. Kurze Info. Man kann hier Dateien, die standardübergreifend heruntergeladen werden, am Zielstandort zwischenspeichern, dass der nächste, der das gleiche runterlädt, nicht nochmal über die SWAN runterladen muss, sondern direkt aus dem LAN die Dateien schneller bekommt und somit halt auch WAN-Traffic gespart wird. Aber wie gesagt, es ist eine Designing-Geschichte. Link packe ich bei. Ihr könnt da mal drüber lesen, wenn ihr Lust habt. Ansonsten könnt ihr auch gerne nachfragen. Ich versuche eure Antworten auf jeden Fall zu beantworten. Gut, Technet-Abo haben wir schon erklärt, vor allem Workstation haben wir auch erklärt. Gut, dann ist es der erste Teil. Dann sage ich auf jeden Fall mal Dankeschön fürs Zuhören. Ich mache an der Stelle jetzt eine Pause, beziehungsweise einen Break, und wir sehen uns im nächsten Video. Dann werden wir den Server einrichten, den Domain-Controller erstellen und das Ganze duplizieren. Ich lasse es jetzt aber mal weg, weil, ja gut, für unsere Umgebung brauchen wir es jetzt nicht. Ansonsten, man kann es auch danach machen, das ist kein Problem. Also hier würde man den Produktkey eintragen und den Namen und das Passwort. Und hier kann man sagen, automatischer Logon oder auch nicht. Hier sagt man das Installationsmedium. Ich habe das schon mal den Server heruntergeladen. Hat es nicht geklappt.